Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir waren jetzt hier beim letzten Mal in unserem Vorort weiter hier unterwegs und haben den weiter aufgebaut. Und ihr seht, der wächst und wächst und wächst. Das wächst wie verrückt hier und wir sind schon fast bei 150.000 Einwohnern, nur in dem Vorort alleine. Na, und das finde ich krass. Und schaut mal, was haben wir denn hier für ein Gebäude? Du Bois Gebäude. Oder Dubois Gebäude oder was auch immer. Sieht auf jeden Fall cool aus. Gut, und wir waren weiter dabei, wie gesagt, uns hier aufzubauen. Ich hatte beim letzten Mal schon die Entscheidung verkündet, dass wir die Hauptstadt bei Zeiten dann ja leider abreißen müssen. Weil mir da einfach nichts einfällt, was wir da machen können noch. Ja, weil die war irgendwie so komisch. Die hatte so komische Probleme, die Hauptstadt. Irgendwie mit der Nachfrage haben wir da was gemacht. Und bevor ich da jetzt tatsächlich die Stadt aufstückel, habe ich mir gesagt, lass uns die einfach abreißen und nochmal komplett neu aufbauen. So, aber das machen wir jetzt noch nicht tatsächlich, sondern wir bauen jetzt hier erstmal den Vorort voll und danach dann. Dann würde ich... Ach verdammt, ich habe die Bushaltestelle vergessen. Bushaltestelle, das passt. Ah ne, da oben ist ja schon eine. So, hier. Nichts passiert. Okay. Perfekt. Habt ihr hier unten Bildung überhaupt? Wartet mal, ich guck mal. Boah. Eine Grundschule habt ihr. Sollte reichen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, könnte knapp werden. Mach mal hier unten eine große weiterführende Schule hin. Ich glaube, das brauchen die Leute hier. Genau so. Ach du Kacke. Kostet 3000. So, aber dafür haben wir jetzt hier einiges an Platz wieder zur Verfügung. Um neue Wohngebiete aufzubauen. Genau. Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass es euch nach wie vor gefällt hier, das SimCity-Display. Wie gesagt, mir gefällt es nach wie vor sehr. Auch trotz der Probleme mit unserer Hauptstadt. Ich glaube, ein Let's Play, was von SimCity, was perfekt durchläuft, gibt es nicht. Ich habe auch noch keins gesehen, welches perfekt durchläuft tatsächlich. Kein Projekt, also kein Let's Play. Und ja, es scheint normal zu sein, dass man hier bei SimCity tatsächlich mehrere Versuche braucht. Wartet mal, ich guck mal gerade, ob wir was in unserer kleinen Gewerbestadt machen können. Wir haben ja hier noch nur eine Stadt zwischen mit Gewerbeflächen. Gucken wir mal, ob wir hier was machen können. Nee, können wir nicht. Okay, dann können wir hier was machen in unserer Hightech-Industrie. Oder auch nicht. Nee, Sims suchen Büros. Hier suchen sie Büros, okay. Baut euch mal auf. So, haben wir wieder Kane Tiberium. Wo ist er? Wo ist er? Da, Kane Tiberium. Nein. Wo ist er? Kane Tiberium. Ja, ist ein Insider. Deshalb. So, Jobs und Bevölkerung. Es sinkt. Warum sinkt es? Aber jetzt nicht so schlimm. Ich denke mal, wir brauchen noch ein Müllkraftwerk. Kann das sein? Müll. Ja, bauen wir noch ein Müllkraftwerk. Weil die Hightech-Industrie ist halt sehr, sehr wählerisch, was Müll angeht. So, aber wir können hier tatsächlich eine neue Fläche aufmachen dafür. Finde ich gut. Und natürlich Parks in jedes einzelne Quadrat aufbauen, ne? So. Zack, zack, zack. So. Und das war's schon. Jobs und Bevölkerung.
Die Kurve sinkt. Warum sinkt die Kurve? Oh ne, jetzt ist sie gleich. Naja, ganz minimal, ne? Ist aber okay, ist aber okay. So. Trinkwasser völlig was? Trinkwasser völlig verschmutzt. Echt jetzt? Wasserverschmutzung? Na komm, jetzt übertreibt man nicht. Minimal. Trinkwasser völlig verschmutzt, also. Pff. Völlig verschmutzt stelle ich mir was anderes noch davor, ganz ehrlich. So. Aber wir haben auch irgendwie keine Schwerindustrie bei uns, ne, in unserer Region. Aber gut, ist halt so. Es scheint so zu sein, einfach. So. Mittlere, was ist das? Mittlere Büros. Ui, okay. Das ist aber für die Hauptstadt tatsächlich eine Nachfrage. Das ist tatsächlich für die Hauptstadt. Auch reiche Dienstleistung ist auch für die Hauptstadt. Na? Oh Gott, Wasser. Wir brauchen Wasser. Nachbarschaftshandel. Wasser. Warum sagt ihr mir denn nichts? So. Da sagen die mir einfach nichts. So. Aber passt, Freunde. Das passt. Sieht gut aus. Können wir hier einfach weiterbauen? Echt jetzt? Polizei muss nochmal hier unten dorthin. So. Feuerwehr denke ich auch. Ja, brauchen wir auch hier unten. Dann machen wir das so. Oh Gott, ich habe mich gerade voll erschrocken. Was blitzt denn hier so? Ja, das ist unser kaputtes Handy. Genau, wir haben hier ein kaputtes Handy, deswegen nicht wundern. Ja. Nein! Was habe ich da gemacht? Ich hasse das. Mach die Straße weg. Mach die Straße weg. Ich habe aus Versehen hier Leute aus ihren Wohnungen ausgesperrt. Verdammt. Entschuldigung. Habe ich schon wieder aufgebaut. Alles okay. Ich glaube, die Bürger hier, die sind sehr... Ja... Sehr verständnisvoll, sagen wir es mal so. Finde ich gut, dass du mir da nicht den Kopf abreißt für. Im realen Leben wäre schon längst hier eine Revolte am Laufen. Das ist mal sicher. So, und wir haben wieder Nacht. Tatsächlich. Finde ich gut. Dann sehen wir wieder die schönen Lichter unseres Vorortes. So, dann machen wir hier, zack, komm, aufbauen. Sehr schön. Wir kämpfen nämlich gegen diese Kosten hier an. Deswegen. Was braucht ihr wieder für Jobs? Ah, okay. Ja, die Nachfrage, Gewerbenachfrage kommt. Das würde mich jetzt mal interessieren. Jetzt, wo wir hier so eine fette Nachfrage generieren nach Gewerbe, würde mich mal interessieren. Ich gehe jetzt einfach mal in die Hauptstadt. Einfach mal, um zu gucken, ob sich das jetzt auswirkt hier. Ich glaube zwar nicht, dass hier irgendwas geht, aber mal gucken. Mal gucken. So, doch? Ja, okay. Es geht halt sehr schnell weg, aber ihr habt es gesehen. Hier war eine Dienstleistungsnachfrage. Ich glaube, es schaut euch das... Oh, geil, guckt mal. Hey, bei Nacht sieht das ja richtig geil aus hier. Aber wie gesagt, ich... befürchte halt tatsächlich... Warte mal, die Katze ist hier am Computer. Geh mal raus. So. Okay. Ich befürchte halt tatsächlich, dass wir die Stadt hier nicht mehr retten können. Schaut euch das an hier. Das klappt nicht. Oder sollen wir einfach abwarten? Ich weiß es halt nicht, ne, was wir hier machen sollen. Oh, das ist nochmal was hier. Guck mal, blaues Gebäude.
Catullus Tower. Ich bin mir unsicher. Ich bin mir echt unsicher. Ja, das... Guck mal, die bauen sogar was Neues auf hier. Reiches Gewerbegebiet, Dienstleistungen. Ja, aber... Ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir haben halt zu viel. Echt zu. Ich denke, wir werden das Ganze neu aufbauen. Meine Entscheidung bleibt tatsächlich, dass wir diese Stadt hier abreißen. Aber es ist gut zu wissen, dass wenn wir hier die Gewerbenachfrage generieren, dass sie dann tatsächlich in der Hauptstadt. Ja, erscheint. Und ihr seht, jetzt haben wir hier ja, nur noch ein bisschen was an Dienstleistungen. Auch nicht mehr. Seht ihr? Da wir jetzt die Gebäude der Hauptstadt halt. Aber jetzt ist hier die Arbeitslosigkeit. Wir müssen mal aufpassen hier wieder mit der Bildung. Ja, genau. Ja, guckt euch das an. Da bewegt sich was auf jeden Fall. Und die Leute machen wieder ihr Licht aus. Ja, ist halt Nacht. Ne? Ist klar. So, dann sieht man noch alles, denke ich. Ja, man sieht noch alles. Sollte passen. Dann würde ich sagen, machen wir einfach das nächste Wohngebiet. Jetzt mal einfach mal drauf los wieder hier. Und zack. Und zack. Und zack, genau. Und ja, einfach weiter. Einfach weiterbauen. Das ist die beste Methode hier in unserer unserem Vorort. Ach nee, kommt. Nicht wieder sowas hier. Das ist bescheuert. Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich mir das vielleicht mal angucken möchte, aber da bin ich in der Zwischenzeit nicht so gekommen, leider. Oh, das sieht aber auch cool aus hier. Marina Residence. Jo, Pendelverkehr lang. Ja, das ist aber, muss aber nicht unbedingt ein Problem sein. Jetzt geh doch mal weg damit. So. Wunderbar hier. Ah, ich glaube, ich mache aber den Nachtmodus wieder weg, oder? Ich glaube, ich weiß nicht. Kennt man das noch? Ich meine, ich finde den Nachtmodus ja cool. Aber entscheidet ihr, was ihr besser findet. Tagesmodus oder Nachtmodus. Oder Tag-Nacht-Wechsel. Entscheidet ihr, was ihr wollt. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass man da nicht alles gut erkennen kann am Ende im Video. Vor allem, weil ja auch YouTube gerne mal die Videos dunkler macht, ne? Deswegen, ja. So, Bäumetrick. Ach, der Bäumetrick, er ist einfach herrlich. Ja. Dieser Bäumetrick bewirkt echt Wunder. So, dann haben wir jetzt auch wieder genug Kohle. So, hier. Wow, ey. So, was dieser Bäumetrick bewirkt. Unglaublich. So, Bildung kann wieder hoch. Da, wunderbar. Ja, wir spielen immer ein bisschen mit der Bildung. Das ist okay. Gut, dann können wir weitermachen. Genau. Und ich würde da, wie gesagt, vorschlagen, dass wenn hier... Okay, einmal Polizei noch. Wenn hier diese Stadt voll ist, beziehungsweise dieser Vorort, dann würde ich tatsächlich die Hauptstadt angehen. Also nochmal eine neue Hauptstadt tatsächlich aufmachen. Und ja, dann nochmal unser Glück da versuchen. So, große Grundschule. Haben wir hier nicht schon eine? Wir haben schon eine. Wir brauchen auch keine Schulen hier tatsächlich. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut.
Alles klar, hier. So, dann machen wir ja einfach weiter. Abbrechen. Gut. Ja, und so wächst unsere Region hier weiter. Ja. Ich weiß, viele, ich weiß nicht, ob ihr euch das schon gefragt habt, aber ich baue halt immer viereckig. Ne? Ich habe Let's Plays von Leuten gesehen, die bauen tatsächlich die Straßen. Wartet mal, zeige ich euch. Die bauen tatsächlich die Straßen so. Oder hier so und so. Und so. das ist nicht so weit. Tatsächlich. Ich weiß, dass das hier, dass das geht. Aber da geht halt sehr viel Platz verloren, finde ich. An Bauplatz, weil man da halt sehr viele 1x1-Slots hat, ne? Weil wenn wir jetzt hier eine Straße, ich meine, machen wir mal ein bisschen Gesundheit und Bildung nochmal runter. Ich will euch das mal demonstrieren. So, wenn wir jetzt hier so eine Straße haben, ne, und dann da ein Wohngebiet dran bauen, dann schaut mal, was da passiert. Schaut euch das an. Das ist, die 1x1, 2x2, 3x3. 4x1. Die. Einfach die. Und außerdem, ich weiß nicht, ich komme irgendwie aus der Zeit, wo SimCity einfach, ach guck mal, da können wir gleich wieder in die Nachbarstadt, wo SimCity einfach quadratisch war. Und das ist so diese 90er-Zeit, die bei mir noch so ein bisschen im Hintergrund sich versteckt. Deswegen baue ich hier quadratisch statt irgendwie kreuz und quer. Das finde ich irgendwie besser. Auch viel platzsparender, meiner Meinung nach. Ja gut, so hat jeder so seine Macken. Wie gesagt, das ist meine Macke. Seht's mir einfach nach. Aber warum? Ah doch, okay. Ja, ja. Mittlere Dienstleistungsgewerbe. So. Weiter aufbauen. So. Okay, wunderbar. Gut. Ja, schau dich das an. Also. Mittlere Dienstleistungsgewerbe. Schau dich das an, wie das hier abgeht. Und ich werde es tatsächlich so machen, dass wir hier weitere Wohngebiete abreißen. Es tut mir leid, Leute. Aber es ist tatsächlich. Ja, diese Stadt wird eine Gewerbestadt werden. Wir haben hier Schulen, ne? Wir haben hier Schulen aufgebaut. Ja, das ist. Für die paar Einwohner hier. Ja gut, aber wir haben halt genug Kohle. Deswegen passt das schon. Alles klar, dann gucken wir doch mal, wie sich das jetzt hier auf die Nachfrage auswirkt. 174.000 mittlerweile. Meine Güte. Und vor allem diese Stadt funktioniert ja auch noch. Das ist ja das. Die ganzen Arbeitslosen hier, die sind natürlich ein bisschen. Bisschen komisch, dass die jetzt alle arbeitslos sind. Aber sie funktioniert. Ich sehe hier keine verlassenen Gebäude. Ich finde es halt nur schade, dass die Gebäude hier nicht bei Nacht leuchten. Guckt mal, wenn wir jetzt hier den Nachtmodus einschalten. Ich finde es schade, dass sie nicht bei Nacht leuchten. Aber gut, das scheint so zu sein. Das können wir da nichts machen. Okay. Was haben wir hier? Weit wieder Bäume-Trick oder was ist hier los? Wollt ihr wieder Bäume haben oder was? Nö. Nicht wirklich. Ja, ich meine, das Wachstum hier ist ja schon ordentlich, ne? Aber wie gesagt, ich wundere mich halt ein bisschen, dass die hier arbeitslos sind. Pendler 0. Brauchen schon wieder Strom. Nachbarschaftshandel. Energie. So. Das reicht noch. So, dann können wir ja hier oben, denke ich mal, voll bauen, oder? Polizei haben wir. Feuerwehr haben wir. Schulen haben wir. Sehr gut. Bildung. Ach, Bildung. Krankenhäuser haben wir. Okay, wunderbar. Das heißt, wir können hier oben die Stadt schon zum Ende bauen.
So, wunderbar, dann hier. Und hier, genau. Ja, das sieht, wie gesagt, ein bisschen strukturiert aus hier bei mir. Ist halt mein Stil. Na? Und deswegen, ich weiß, es sieht ein bisschen, wie nennt man's? Wie nennt man's? Ein bisschen planwirtschaftlich bei mir aus, aber wie gesagt, das ist ja, hat sich irgendwie bewährt. Ich weiß auch nicht. Ich mag diesen Stil einfach. Dieses Quadratische und quadratisch praktisch gut, ne? Sag ich mir da immer. Ja, ich weiß, der war nicht witzig. Okay. Ich sollte mich lieber aufs Bauen konzentrieren. So. Alles klar, dann. Wieder mittlere Dichte. So. Ja, guck mal, da kommen sie doch direkt. Kommen sie auch direkt richtig krass, ne? Könnte man direkt schon wieder dicht bebaut machen, aber dann hätten wir wieder eine Skyline. Und da müssen wir drauf achten, dass wir da. Oh Gott. Die Finanzen müssen wir im Auge behalten, tatsächlich. Ja, aber geht. Das geht sehr gut, das geht gut. Ja, wegen den ganzen geilen Hochhäusern hier, die tatsächlich auch auf Mittel bebaut kommen, ne? Also das ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. So, dann machen wir hier noch ein paar Bäume. Genau, jawoll. Außer das Geschenkchen, das brauche ich nicht. Sorry, ich möchte euer Geschenk nicht. Sehr schön. Heißt aber auch, dass wir hier bei der Bildung wieder hochgehen können. Genau. Ah, perfekt, Freunde. Perfekt. Wow. Wunderbar. Immer mehr höhere Gebäude. Was? Freiblick-Eigentumswohnung. Ja, 500. Und wir brauchen wieder mittlere Gewerbedienstleistung. Okay, dann. Da können wir uns drum kümmern. Ist kein Thema. Da haben wir ja hier noch Flächen frei. Ne, in der Nachbarstadt? Genau. Schau ich das an. Hier direkt, zack. Direkt voll gebaut. Wow. Was ist das denn? Holiday Inn Express. Ah ja. Okay. Ah, und hier die Wohnung. Ja, passt. Nachbarschaftshandel. Die Energie wollen sie haben, ne? Jo. Da kriegen sie Energie. Der Müll kann auch raus. Und Wasser noch mal ein bisschen nachkaufen. So, wir haben ja die Kohle. Also, wir haben es ja. Ja, die sind natürlich alle arbeitslos. Ne? Ist klar. Weil die Leute halt aus der Nachbarstadt kommen. Deswegen. Ja, eigentlich wollte ich ja die Nachbarstadt platt machen. Beziehungsweise die Hauptstadt. Aber es läuft gerade so in den Vororten, dass ich mir wirklich sage, braucht man nicht. Was kommt denn da? 4x3. Ah, okay, alles klar. Dass ich mir wirklich sage, so, das brauchen wir gar nicht. Also in dieser Folge erstmal nicht, ne? Wie gesagt, ich möchte gerne heute noch die Stadt vollkriegen. Den Vorort. Und, verdammt. Ja gut, ist jetzt egal. Wo ist die Bushaltestelle? Ja, hier. Bushaltestelle. So. Ja, das ist gut, dass wir da vorne die Bushaltestellen schon haben. Da brauchen wir hier nämlich nur diese 5. Ganz genau. Und dann können wir direkt weitermachen. Jo, cool, ey. Das freut mich wirklich, dass wir hier so gut vorankommen in dieser Stadt. Und ich meine, so eine kleine Stadt ist doch, kann doch ganz gemütlich sein. Ich meine, ich würde hier gerne wohnen. Sag es mal ganz ehrlich, wie es ist. Ich würde hier gerne wohnen. Ich weiß, sind zwar ein paar wenig Parks und so, aber bei dem anderen Stadtteilen ist halt mehr los, was Parks angeht. Ach du Weile. Ach du Weile. Heilige Weile. So. Oh, weia. Hört auf!
Perfekt. So, was haben wir hier? Ja, gut, wir bauen ja Grünflächen. So ist es ja dich. Und schaut euch dieses an. Ach, nein. Lasst es. So. Alles klar. Ich meine, wir bauen ja Grünflächen, ne? Wunderbar. Wow. Richtig krass. Was hier alles aufgebaut wird. Guck mal hier. 308 reiche Leute. Ja. So. Perfekt, perfekt. Oh mein Gott, wir sind schon bei 25 Minuten. Was soll das denn? So schnell. Ja, alles klar, dann machen wir so. Bäume, Bäume, Bäume. Ja, Bäume. Bäume ist mein, sind mein Allheilmittel hier. Natürlich alle arbeitslos, ist klar. Aber ihr... Ah doch, ah, guck mal, reiche Dienstleistungen. Aber das ist für die Hauptstadt die Nachfrage. Definitiv. Oder wartet mal, vielleicht gibt es doch noch eine mögliche Rettung für die Hauptstadt. Indem wir einfach genug Nachfrage nach reichen Büros generieren, dass die alle die Arbeitsplätze belegen und dann wieder Wohngebiete gefragt werden. Ich war halt, nee. Ihr seht, ich bin total unentschlossen, was das angeht, ne? Mit der Hauptstadt. Das ist total. Jetzt haben wir hier Arbeitslosigkeit. Das ist das Problem. Lange Pendelstrecke verlassen, ja? Jetzt gehen die Probleme los hier. Guck mal, der Bereich sieht auch cool aus, ja. Alles die gleichen Gebäude. Ah, voll kriegen wir die Stadt leider doch nicht mehr in dieser Folge. So. Machen wir da. Ah ne, die sind wieder. Okay. Aber die sind halt arbeitslos, ne? Da müsste man jetzt tatsächlich kurz in die Hauptstadt springen. Das mache ich auch mal. In die Skyline springen. Weil da, die wollen mittlere Gewerbejobs und die habe ich hier, glaube ich, zwar stehen. Die haben wir hier stehen, glaube ich, ja. Oder? Die müssten wir hier... Ja, guckt. Ja, ja, ja. Reiche Dienstleistungsgewerbe. Freunde. Es besteht wieder Hoffnung für die Hauptstadt. Guckt euch das an. Ich meine, es war ja... Es besteht wieder Hoffnung. Ich kann es ja nicht glauben. Aufgrund geringer Nachfrage verlassen. Ja gut. Was sind das für Gewerbegebiete? Es sind reiche Büros. Ja gut. Da, wir müssen weiter Nachfrage generieren. Es besteht noch Hoffnung. Weil da oben habt ihr... Wartet mal. Wartet mal. Da oben wurde was gebaut. Es besteht noch Hoffnung für diese Stadt. Da, guck mal, da wird ein Gebäude gebaut hier. So, hier oben. Reiches Gewerbegebiet Dienstleistung. Haha, genau. Und ich denke mal... Was ist das hier? Das ist, ja, wir haben halt viele Büros hier. Ne? Boah, guck mal. Wir haben halt viele Büros hier, aber... das sieht doch schon ganz anders aus. Jetzt. Das ist... Es besteht wieder Hoffnung. Hier sind zwar einige... Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Pearl Coast Hotel Tower. Reisgewerbegebiet Dienstleistung. Die Nachfrage haben wir in unseren Vororten generiert. Mach mal hier die Arbeiter. Ja, genau. Und dadurch... Wächst jetzt unsere Stadt wieder. Die Finanzen sehen zwar kacke aus.
Aber Schritt für Schritt. Hey. Schritt für Schritt können wir die Hauptstadt retten. Jetzt haben wir auch hier wieder das Gebäude ist wieder besetzt. Ist nicht wahr, ey. Ist nicht wahr. Und ihr Leute? Hä? Nee, okay. Aber wartet mal, wir müssen mal diese Straßen hier miteinander verbinden. So. Damit wir hier tatsächlich auch ja, eine Verbindung für die Leute haben, ne? So. Aber ihr seht das, ne? Es besteht wieder Hoffnung für unsere Hauptstadtfreunde. Oh, ist das gut. Oh, Jobs und Bevölkerung. Ja, die mittleren, die gehen wieder runter. Aber steigen auch wieder. Also. Lassen wir die Hauptstadt nochmal stehen, Freunde. ich glaube, es hängt tatsächlich sehr, sehr viel jetzt damit zusammen, wie viel Nachfrage wir tatsächlich durch unseren Vorort generieren. Es ist halt. Gucken wir mal jetzt, ob die Arbeitslosen weggehen. Ah ne, wir brauchen noch mal Hightech-Industrie. Das mache ich jetzt noch, Freunde. Ich weiß, wir sind wieder drüber mit der Folge, aber das ist die letzte Folge, die ich aufnehme. Deswegen, und das möchte ich gerne jetzt noch machen. Ich möchte wissen, ob die Arbeitslosen da weggehen. Oh Gott. Oh Gott. Wir brauchen ein Kraftwerk. Ganz dringend hier. Zack, Strom. So. Was haben wir hier wieder? Ja, Nachfrage nach Gewerbe. Dann gehen wir da auch wieder in die Gewerbestadt rein gleich. So. Wunderbar, der Bäume-Trick. So. Ich liebe es einfach. Da kriegt der Werbeslogan von McDonald's eine ganz persönliche Bedeutung bei mir. Ich liebe es. So. Weitermachen. Zack, 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 zack. So, das reicht erstmal. Jobs und Bevölkerung, jawohl. Ja, das sinkt minimal ab, aber ist okay. Warum jetzt? Wasser? Oh, geringe Nachfrage. Wir haben schon zu viel, okay. Zu viel aufgebaut, aber wir haben wieder Gewerbenachfrage. Gehen wir hier in unsere Gewerbestadt rein. Genau, sehr gut. Wow. The Well. Das ist krass. Was ist das denn jetzt hier? Mittleres Gewerbegebiet Dienstleistungen. Oh yeah, Freunde. Oh ja. Schaut euch das an. Da können wir eigentlich, würde ich sagen, diese ganze Stadt hier ja, eine reine Gewerbestadt draus machen. Da brauchen wir auch diese Schulen gar nicht mehr. Den Park, ja gut, den Park können wir noch gebrauchen, aber die Schule brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr, die Uni brauchen wir nicht mehr, dann können wir hier komplett jetzt eine Gewerbestadt draus machen. Ja, das ist natürlich jetzt cool, ne? So, dann machen wir das dreifach. So, aber jetzt haben wir wieder zu viel. Aber ist in Ordnung. Wir brauchen wieder Hightech-Industrie. Ich bin gerade in dem Flow, deswegen seht mir dafür, die fünfte Folge bei 5 Minuten länger dauert. So. Jawoll. Wunderbar. Okay. Alles klar. Warte mal, abbrechen und hier das, das und das mal abreißen. So. Weil das zieht den Landwert nach unten. So. Dann können wir nochmal hier gucken, ob die Arbeitslosen weggehen. Und dann. Die sollten jetzt eigentlich weggehen. Oh! Ein Feuer noch zum Schluss. Das, okay, dann haben wir tatsächlich hier keine Feuerwache. Alles klar. Gut, da muss ich aber erstmal die Straße weiter hier runterziehen. So, und dann hier einfach eine Feuerwache hinkommen. So, zack.
So, jetzt haben wir alles bedient. Ja. Und schaut euch das an. Und es wächst wieder. Es wächst wieder sehr, sehr gut. Aber die sind immer noch arbeitslos, oder? Seid ihr arbeitslos? Nein. Die hier nicht. Die auch nicht. Die auch nicht mehr. Ja, cool. Alles klar, Freunde. Gut, das heißt, dann können wir hier auch wieder die Bildung mal wieder hochschrauben. Und wir sind fast komplett oben mit der Bildung. Das ist gut. Machen wir nochmal einen Bäume-Trick hier. So. Die Bäume, ja. Mein Wundermittel. Mein Wundermittel, wirklich. Gut, Freunde, dann... Ja, dann besteht ja doch wieder Hoffnung für unsere Hauptstadt. Mein Gott, das freut mich jetzt wirklich. Gut. Dann würde ich sagen, ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo, oder? Lass die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.